Moin ihr Lieben, es ist wieder soweit. Ich habe ein Urteil zu treffen und kein leichtes. Die zwei Starköche mit dem absolut größten Mundwerk in Deutschland streiten sich um den Titel des besten Burger Deutschlands. Beide absolut überzeugt von sich selber. Die Rede ist von Tim Mälzer und Steffen Hensler. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ein Restaurant der beiden betrete und einen Burger bestelle, erwarte ich viel, sehr viel. Wer ist besser? Wer macht den besseren Burger? Versagen beide oder krönen wir vielleicht sogar den besten Burger Deutschlands in dieser Folge? Und schön, dass ihr am Start seid zum zweiten Mal heute. Es geht jetzt zum schönen Hensler. Wir werden seinen Burger testen. Die waren G-Swiss, ich war schon da, habe aber so ein Special-Ding getestet. Ich werde dieses Mal einen vergleichbaren Burger testen, den ich natürlich dann auch wie heißt der jetzt nochmal hier, der so viel raucht? Tim Mälzer. Aber erstmal geht's zum Hensler. Wir ballern rein jetzt nochmal. Wir sind kurz angehalten hier mitten in Hamburg. Oh, ist das schön hier. Guckt euch das an. Woo! Ich bin mega gespannt, wer das Rennen machen wird. Ich werde knallhart bewerten, kompromisslos und wir ballern jetzt hin. Gleich jetzt weiter zum nächsten Spot. Flash euch mein folgendes Szenario rein. Irgendjemand kriegt Geld von euch. Ihr seid verpflichtet dazu, diesen irgendjemanden das zu geben. Zu 100%. Und ich komme von jetzt auf gleich und sage euch, ihr müsst diesen irgendjemanden weniger geben. Und das ist safe. Dann sagt ihr ja. Natürlich sagt ihr ja. Es gibt keinen Grund dafür, nein zu sagen. Und deshalb an alle, die Ratenkäufer am Start haben, Kreditkartenschulden, Privatkredit oder Dispo-Kredite, ladet euch die App von Anyfin runter, weil die machen genau das. Die gucken, ob eure Zinsen fair sind. Und wenn sie nicht fair sind, schicken die euch ein Angebot zu mit günstigeren Zinsen. So, das hat in Deutschland im Schnitt 36% weniger Zinsen den Nutzern von Anyfin gebracht. So, das machen die so, dass sie eure Ratenkäufe etc. auf einen Schlag abbezahlen, so können die günstigere Zinsen bzw. einen flexibleren Zins anbieten. Wie das in der App funktioniert, zeige ich euch jetzt nochmal eben. Als erstes ladet ihr euch die App von Anyfin runter, klickt auf Anfrage senden und wählt beispielsweise einen Ratenkauf aus. Wählt aus, welchen Anbieter ihr hattet und ladet ein Foto von einer aktuellen Rechnung hoch. Gebt noch den Code HOLLE ein, kriegt mit dem Code einfach so 20% Abzug auf eure Rechnung, schickt die Anfrage los und kriegt dann ein Angebot zugeschickt. Noch dazu solltet ihr wissen, dass jederzeit Ratenpausen möglich sind. Außerdem könnt ihr Sonderzahlungen vereinbaren und ist es in der App immer ein Service am Start, um euch eure Fragen zu beantworten. Und jetzt geht's weiter im Video. Und random reingeschnitten hier jetzt, denkt auch an den 50-Euro-Gutschein, der am Start ist. Ich pick mir irgendeinen Kommentar raus und verschenke einen 50-Euro-Amazon-Gutschein. Irgendwas reinschreiben, ich pinne das an oder Top-Kommentar, das mache ich immer so, eins von beiden. Lasst die Kommentare glühen und den Like-Button. Guck mal, ich muss unbedingt zum Friseur, Mann. Oh, Absturz, Absturz. Hier ist gerade Déjà-vu-Faktor. Hier waren Achmed und ich auch letztes Mal, als wir den Hensler getestet haben. Ich sage jetzt nicht zur Bewertung damals. Wir gehen ganz neu ran mit neuer Erfahrung. Gucken, was so abgeht. Ich laber schon wieder. Echt nur Scheiße. Wir gucken, wie der schmeckt natürlich. Und ich freue mich auf Burger fressen. Ich habe richtig Hunger. Der schöne Hensler gegen den Raucherschlot. Achmed, was hast du gerade gesagt? Du hast Bock, dass ich den Hensler grill? Voll. Du sagst, der Hensler kann wahrscheinlich nichts, ne? Kann auch nicht. Wie kommst du darauf? Ich gucke immer seine schnelle Nummer und der lässt immer alles anbrennen und so. Aber er ist real, das muss man sagen. Er schneidet das nicht raus und so. Ich glaube, du willst ihn wegflexen. Ja, weil bei mir geht auch mal viel schief beim Kochen, aber ich bin ein absoluter G, was Kochen angeht. Tim Mälzer, was hast du, Tim Mälzer? Gar kein Plan. Nein. Wir gucken. Also, meine Diagnose jetzt noch, wie ich gesagt habe, der schöne Hensler, keine Ahnung, kann nichts zu sagen, ob er es drauf hat. Tim Mälzer, der hat sich bestimmt einiges an Geschmacksnerven verbrannt, aber er wird mit Sicherheit nicht selber in der Küche stehen. Das heißt, die Chancen stehen einigermaßen. Ja, und wir werden jetzt uns einen Burger rausflexen. Da ist sogar ein To-Go. Wir gucken. Achmed hat den besten Plan. Achmed steht gerne hinter mir, ne, Achmed? Die Führungsposition. Die nimmt er mit den Lippen ein, die Führungsposition. Entschuldigung, kann ich Futter machen? Ja, klar, können wir machen. Achmed, mach bitte nochmal die Grinsefresse, die du eben gemacht hast. Ich dachte, komm, ich crash das Foto und dann bin ich dahinter gestellt, so. Das wird eine Erinnerung fürs Leben. Also Leute, wir sind hier mitten auf der Mönckebergstraße, mitten in Hamburg City. Guck mal, das ist hier ein Traum. Ich glaube, wir switchen jetzt mal einmal rüber zum Mälzer. Wir sind am Start. Das ist Schanze, Achmed, ne? Ich check das ja jetzt erstmal. Hier ist direkt der Bahnhof. Und hier, das ist voll das geile Feeling. Da hinten ist Lokmam und da gehe ich gerne fressen. Und von da unten gucke ich mal hier hoch und denke, ich wäre gerne hier oben mal. Weil da ist eine Treppe und da habe ich schon oft überlegt, hochzugehen. Ich zeige euch die Treppe gleich. Hier habt ihr schon Videos von mir auch gesehen. Da bin ich hier längst gegangen. Voll die Erleuchtung gerade. Achmed, siehst du da vorne das Schild? Guck mal da vorne. Das ist das rote Schild, Achmed? Nee, leider nicht. Nein, den bringe ich nicht mit dir. Nach unten habe ich echt immer hochgeguckt, Mann. Das ist unnormal. Genau diese Treppe habe ich gemeint, Leute. Wie sehe ich hier aus? Das kann doch nicht angehen, Mann.
Du siehst immer aus wie ein Penner. Ehrlich? Man könnte ja gar nicht meinen, dass du schon 7 Millionen auf dem Kopf hast. Das wissen die Leute ja alle gar nicht. Schreib das doch mal in die Kommentare, wenn ich immer so aussehe, Mann. Muss ich mal was ändern. Guck mal, so ist doch gleich 5-mal besser. Guck mal, Leute. Gesehen, ja. Hast du gesehen? Ne? Ich habe hier von Selkebab den Kollegen. Von letzter, wo ich hier gefilmt habe und Instagram-Foto gemacht habe mit Döner. Hast dir gefallen, das Video? Natürlich, ja. Urgestein bei Selkebab. Er ist seit 20 Jahren ist er da. 30 Jahre. Nein. Doch. Ehrlich? Boah, ja. Ich dachte, die übertreibt gerade. Nee, 30 Jahre. Ja, geil, Mann. Ach, man sagt mir direkt die Preise, Mann. Da müssen wir drin nicht gucken. Extra nochmal. Ich finde hier nichts, Bruder. Aber ich er holt mich voll begeistert her. Ja? Tatsächlich genau der gleiche Preis. Das ist geil. Ja, ich habe abgesprochen. Ab 17,50 tatsächlich Bullerei, Cheeseburger und Fritten, Alter. Mit Secret-Gewürzsalz. Also wirklich ein super Battle. Bullerei, Cheeseburger und Fritten. Beef Patty, Brioche, Römersalat. Die haben auch nur den einen vernünftigen Burger, sag ich mal. Ne? Und den werden wir uns jetzt reinfetzen. Wir gehen da jetzt nämlich rein. Dann switchen wir vielleicht auch gleich mal rüber wieder. Wir sind wieder am Start. Wir werden draußen, glaube ich, fressen, Achmed. Ja, ja, wegen Musik gibt es hier immer Probleme. Ich fühle mich heute irgendwie verplant als sonst. Merkt ihr das? So, folgendes, Leute. Wir hätten zwar drin filmen können, aber hier ist zu laut. Wir haben keinen ordentlichen Platz. Drin ist Musik, das ist immer kritisch, wisst ihr? Wenn Musik zu laut ist, kann ich das nicht hochladen, beziehungsweise das Video wird gestrikt. Also nicht gestrikt, aber wie die Scheiße auch immer heißt. Ihr wisst, was ich meine. Kann ich kein Geld mehr verdienen. Wir werden jetzt gucken, was wir fressen. Ich werde was Vergleichbares nehmen, wo ich denke, dass es auch bei Melzer das gleiche geben wird. Ja, ich sehe schon, wir haben ein Problem, Leute, Mann. Hier gibt es nur diese Special-Sachen. Veggie Burger, Crunchy Chicken. Teriyaki, Crispy Fish Burger und Tuna Burger. Ist aber auch scheißegal. Wir gucken, welcher Burger besser schmeckt. Und wir nehmen einfach den Teriyaki Beef Burger. So ist es halt, ne? Zieht euch rein. 17,50. Das ist echt aber krass, Mann. Ja, ja, ist total. Zieht euch mal rein, was für eine Welt wir gelandet. 17,50. Und das ist jetzt nicht irgendwie Kobe Beef oder so. Das ist einfach normaler Beef Patty. Welcher normale Mensch soll hier essen gehen? So. Chef 104-Empfänger, Achmed. Feierabend. Der darf eine Woche nicht essen. Der wird danach das Auto erstmal stehen gelassen. Welches Auto? Ja, wird erstmal das Fahrrad angekettet, da ja. Das Fahrrad ist nur aufgepumpt. Ja. Ihr müsst es immer folgendermaßen sehen, Leute. Ne? Burger, ein zweites Mal testen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Punktzahl die gleiche ist, ist gering. Ich habe mehr Erfahrung jetzt. Ich habe heftigere Burger noch gegessen. Natürlich auch schlechtere. Also ich gehe jetzt mit mehr Erfahrung noch, mit mehr Foodtouren und alles, gehe ich jetzt an diesen Test ran. Und wir werden jetzt diesen Teriyaki 17,50 Euro Burger testen. Und ich muss es nochmal sagen, ne? Hier gibt es kompromisslos eine ehrliche Meinung. Egal jetzt irgendein Name oder sonst was. Wenn das scheiße schmeckt, schmeckt scheiße. Und das wird gesagt, wenn es gut schmeckt, schmeckt es gut. Also hier könnt ihr komplett auf mich wieder verlassen. Wir nehmen Teriyaki Beef ohne Speck. Ohne Speck. Ja, genau. Das war's. Switchen wir nochmal rüber zu Melzer und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Tim Melzer ist auch da, ihr glaubt es nicht. Ja. Und Achmed, was hast du zum Burger, bevor ich ihn zeige? Mashallah, also er sieht wirklich gut aus, Digga. Ja, und das ist auch safe, kein TK-Patty. 100 Pro, die ist nicht für mich, die ist für Achmed. Ihr wisst ja, er trinkt nur Cola. Wir beide sind hier am Wassersaufen ohne Ende. Achmed trinkt eigentlich nicht mehr Wasser, der trinkt nur Cola und jetzt trinkt er Wasser. Jeder Mensch trinkt zum Essen gerne Cola. Also, ihr seht, Leute. Endgegner-Style. Wir sind zurück bei Melzer. 17,50, gleicher Preis. Pommes dazu, die snacken wir mal eben. So Leute, let's get it on. Die Tor zieht den Hammer aus dem Stein. Bam. Fühlt sich auch wieder gut an. Fühlt sich hochwertig an. Ah. Oh, schöne Soßenfarbe. Riecht buttrig lecker schon mal. Und mein erster Bisse direkt am Start. Interessant. Ganz faul. Ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll, ehrlich. Da muss ich mich ganz tief reindenken. Ganz knuspriges Bun. Mit ganz viel Butter gearbeitet. Schmeckt geil. Das ist sehr gut. Es ist ein Burger mit dem Charakter. Ich kenne die Gastronomen, die darauf setzen, weniger ist mehr. Wenig Salz, wenig Gewürze. Qualität vom Fleisch mit Sicherheit sehr gut, nicht TK. Aber dieses Ding, wo du ins Fleisch reinbeißt und erstmal denkst, braucht mehr Salz. Viele stehen auf das Ding. Ich glaube, es soll die Qualität vom Fleisch und generell von den Zutaten hervorgehoben werden. Die merkt man definitiv. Voll schön erzählt. Ja? Ja, Mann. Ich hab so gefühlt. Ich hab fast geweint. Ja, man hat schon an dem Tropfen gesehen, tatsächlich hier im Teller, dass es medium getroffen ist. Wir switchen, glaube ich, nochmal rüber zum Hänsler, gucken, was der macht, Leute. So, wir sind zurück beim Hänsler jetzt. Da ist das gute Stück. Pommes sind dabei bei den 17,50. Kann ich auch jetzt sagen, habe ich letztes Mal gegessen. Endgegner. Die Pommes sind wirklich Endgegner. Oh, Alter! Ja, sieht gut aus, Jungs, ne? Geil. Wollt ihr mal beißen, oder was? Ja, ja. Nein, nein, kann ich nicht. Ich schwöre, ich muss doch selber. Die haben ewig gewartet auf den Burger. Pass auf, Leute.
sehr weiches Bun, außen knusprig, gefällt mir gleich von der Haptik sehr gut. Wir haben die Teriyaki-Soße hier am Start, dezent Käse, fluffig, sehr fluffig. Ganz weicher Bun, fühlt sich gut an. Tatsächlich durch. Mhm. Wird durch sein, wer weiß, vielleicht sind es auch TK-Patties. Kannst du haben. Selber zubereitet und eingefroren, ne? Dann werde auf TK tippen. Soße ist geil. Also ein bisschen Barbecue-Style. Heißt jetzt Teriyaki-Soße. Hätte ich sie jetzt bestellt, ohne drauf zu gucken, hätte ich gesagt Barbecue. Also dieser Burger, kann ich euch von Anfang an sagen, pumpt durch die Soße. Die ist gut, die ist süß. Barbecue ist vielleicht doch ein bisschen verfehlt, aber es hat diesen Touch. Das ist das, was du merkst. Du merkst diese Soße, alles perfekt, aber die anderen Sachen gehen so ein bisschen unter. Aber es ist, und so viel kann ich schon verraten, nichts bei was Schlechtes. Du hast ein gutes Bun, fluffig, du hast diese Soße, aber der Hauptakteur, das Fleisch, das geht ein bisschen unter. Wir switchen mal rüber zum Melzer und gucken, was da geht. Wir sind wieder am Start. Wir sind wieder am Start. Das ist so ein hartes Ding. Wir haben hier auch noch kleine Gürkchen drin. Zu dem bin ich noch gar nicht durchgedrungen. Man muss sich immer weiter vortasten, mein Burger. Es kommen immer zwischendrin neue Impulse. Fühlt sich so an, als wäre hier wirklich noch ein bisschen mit Kräutermarinade gearbeitet worden. Beziehungsweise es werden wahrscheinlich die Gurken sein, die in Kräutern eingelegt sind. Die Zwiebeln dazu noch mal eine neue Komponente in der Mitte vom Burger. Switchen wir noch mal rüber. Ja. Wir sind wieder am Start. Ich muss kurz in mich gehen, Leute. Ich muss kurz in mich gehen. Schwer die Entscheidung, Leute. Schwer, Mann. An dem Burger ist nichts auszusetzen. Das muss man sagen. Es ist ein leckerer Burger. Aber wenn man zum Hetzer geht, wirklich zum berühmten Koch und Burger frisst, denkt man, an einer Stelle kommt jetzt Boom und fegt dich von den Socken. Das haben wir nicht. Mittelmäßiges Fleisch, gutes Bun, wenig Eigengeschmack, aber gut, auch von der Konsistenz, gute Soße. Zum Schluss zählt das Gesamtergebnis vom Burger. Du beißt rein und du gibst eine Gesamtnote. Wie kombinieren, wie harmonieren die Zutaten? Und die Note kriegt ihr gleich. Wir gehen nochmal zum Melzer rüber. Ach, Leute. Gehst du gerade tief in dich? Ja. Ich sag einfach, was ich jetzt denke. Normalerweise fühle ich das so ein Feeling wie fette Kuh in Köln, wo ich ihn früher sehr gefeiert habe, aber im letzten Mal hatte ich Folgendes einfach zu fade. Ob das Fleisch gute Qualität ist oder nicht, ohne Salz schmeckt das nicht. Hier ist auch wirklich kaum mit Gewürzen gearbeitet. Aber auf eine ganz verrückte Weise fühle ich den Burger. Der Burger zusammengefasst. Butter im Vordergrund, sehr butterig, geil. Knuspriges Bun. Fleisch merkt man die Qualität einfach. Top-Qualität, aber kleine Impulse noch vom Salat, von den Zwiebeln relativ im Hintergrund. Hier steht wirklich die Butter und das Fleisch im Vordergrund. Eine geile Kombi. Für mich ist zu wenig Salz, sage ich euch klar und deutlich. Und ich muss das jetzt im Verhältnis setzen dazu, dass es wirklich an sich ein Top-Produkt ist. Und mit Sicherheit ein besseres Produkt als beim Hensler. Mit Sicherheit. 100% von den Zutaten. Mit ein bisschen Salz wäre das Ganze getan. Es wäre deutlich besser bewertet von mir. Und jetzt muss ich eine Bewertung finden. Oh, ich muss in mich gehen. Ich glaube, wir gehen nochmal rüber. Oh. Wie lange ich brauche, um eine Nachkommazahl, gebe ich eine 4,5. Ich brauche so lange, um zu bewerten, weil ich dieses Scheiße so verdammt ernst nehme. Ich struggle gerade zwischen einer Nachkommaziffer. Kannst du dir sagen, was ich kann. Oh, ich kann es nicht sagen. Ah, oh Mann, ich drehe durch innerlich. Mein Bauch sagt, es ist 7,4. Es ist ein leckerer Burger. Durchweg. TK-Patty wahrscheinlich, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber wahrscheinlich. Am Ende des Tages fehlt aber der Geschmack. Wenn der beste Burger des Deutschen TK-Patty wäre, ist es so. Dann schmeckt er am heftigsten. Aber das ist halt definitiv nicht 7,4. Leckerer Burger, wirklich. Würde ich wieder essen. Wenn ich hier vorbeigehe, zack, snack ich mir rein. Hätte ich aber trotzdem ein bisschen mehr erwartet. Beziehungsweise, ich habe ihn ja schon mal gegessen, aber das letzte Mal fand ich leckerer. Beziehungsweise, es kamen viele Erfahrungen jetzt dazu. Ich habe bessere Burger gegessen. Ich bin weiter durch Deutschland gereist und diesmal ist es 7,4. Schon über zum Melzer. Mal gucken, was der kriegt. Ahmed hatte sich nebenbei auch noch mal einen Burger gesnackt. Das hat er auch jetzt schon zur Hälfte gegessen. Ja, den Aspekt ohne Salz fühle ich komplett. Fühlst du komplett, ne? Ja. Geh mal in dich. Irgendwas hat der. Das ist so wie ein perverser Kuss auf Vollsucht bei einer Party mit irgendeiner Alten, wo ich eigentlich denkt, der war voll eklig. Nee. Und ihr denkt euch, oh, aber irgendwie war das geil. Obwohl es eklig und pervers war. Nicht, dass der Burger eklig und pervers war, aber ich fand das Beispiel trotzdem treffend. Vielleicht fühlt ihr, was ich meine. Komm, ich geh in mich, dann gehen wir zur Bewertung. Für mich ist der Melzer unter dem Aspekt, dass ich die Qualität fühle, dass ich diesen Aufwand fühle, die Butter, die Zutaten. Aber der Gesamtgeschmack, der zählt. Wenn du in den Burger beißt und dich fragst, wie geil ist der Burger, fühle ich das meinen Kollegen weiter. Will ich hier wieder essen gehen, kriegt der Burger von mir 7,2 mit viel Wohlwollen, weil ich die Qualität fühle. Aber geschmacklich war der Hensler besser. Der Hensler hat für mich gewonnen, trotz schlechterer Zutaten, Anführungszeichen. Aber er hat besser geschmeckt und das ist es. Und er hat kompromisslos besser geschmeckt, weil hier einfach zu wenig auf den Geschmack zu viel Wert auf die Zutat meiner Weite gelegt wurde. Vielleicht haben die das Salz vergessen zum Schluss, das kann sein, aber ich als Feinschmecker gebe trotzdem noch eine 7,2, aber der Hensler ist Sieger im Wettbewerb. Geschmack kompromisslos besser für mich. Kompromisslos, Leute. War für mich ein hartes Rennen, dieses Ding zu bewerten, Mann. Geil, geil. Schreibt mir auch gerne, ich hab Bock auf diese VS-Geschichten. Versus, sagt man auch, ne? Der gegen den. Gib mir irgendwelche Beispiele. Ich feiere das mit den Hin- und Her-Switchen. Bringt mir sehr Spaß, die Videos. Lasst unbedingt den Daumen oben glühen. Knallt ihn nach oben, knallt mir das Kommentar an. Denkt an den 50-Euro-Gutschein. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Und
Und nochmal eine Botschaft an den Melzer. Ihr habt Ehre, ihr habt uns eingeladen. Die Bewertung kann ich leider nicht mehr verbessern. Aber dafür sage ich nochmal von Herzen, einfach Salz drauf auf den Burger. Und das Ding wäre eine dicke Nummer besser gewesen.